Die neue Amazon Markenregistrierung, die Amazon Brand Registry. Ich bin Rolf Klesen, Partner bei der Patentanwaltskanzlei Freischirm und Partner, und in diesem Video geht es darum, wie man auf Amazon Marken registriert, was es mit der neuen Amazon Brand Registry auf sich hat. Produkthersteller und Private Label Seller können auf Amazon jetzt über die sogenannte Amazon Brand Registry ihre Marken registrieren und verschiedene Vorteile erhalten. Zum einen hat man durch die Amazon Brand Registry eine garantierte Buybox. Wettbewerber können sich nicht mehr einfach an Listings anhängen, und wenn das eben doch nochmal passieren sollte, dann entfernt Amazon die wohl relativ unkompliziert. Und man hat mehr Freiheiten, was den Produkttitel, die Produktbeschreibung oder Produktabbildung angeht. Wie funktioniert die Registrierung im Einzelnen? Ich erkläre in diesem Video die einzelnen Schritte, die man durchführen muss. Wenn man sich bei der Amazon Brand Registry registrieren möchte, dann muss man zunächst Angaben zur eigenen Person machen, eine funktionierende Webseite zur Marke oder zu dem Produkt hinterlegen und eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Auf der nächsten Seite des Formulars muss man Angaben über die Marke machen, die man registrieren möchte. Dann auf der nächsten Seite des Formulars muss man Produktabbildungen angeben und Abbildungen von Verpackungen. Auf der letzten Seite des Formulars werden verschiedene weitere Angaben abgefragt. Beispielsweise, ob eine ISBN benötigt wird, Angaben zu einer möglicherweise vorhandenen UPC, einer GTIN, EAN, alternative Formen der Marke, also nehmen wir an, man hat Marimba als Wortmarke geschützt, dann kann man da eben auch das Logo angeben, das eigentlich gar nicht geschützt ist, aber um eben Amazon zu zeigen, wie das auf den Originalprodukten aussieht. Dann möchte Amazon wissen, was die Zielkunden sind, was die Vertriebswege sind, wo also genau die Waren vertrieben werden. Dann möchte Amazon über die Markenhistorie, die Markengeschichte erfahren und auch über die Herstellungsorte. Diese ganzen Angaben fragt Amazon natürlich nicht umsonst ab, sondern Amazon verspricht, dass Amazon auch selbstständig Counterfeits, also nachgemachte Waren, entdeckt und flaggt und einen darauf aufmerksam macht. Ich hoffe, dass ich in diesem Video erklären konnte, was die Amazon Brand Registry ist und wie man Marken bei Amazon neuerdings registrieren muss. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Marken, Patente und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie mir einen Daumen hoch. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.